Monsens, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Ja, blablabla, ich brauche Blut. Okay, Marika. Alles klar. Du hast es drauf, du hast es sowas und drauf. Ja, Nebulak, da möchte ich aber nicht wechseln. Weil ich es nämlich drauf habe. Ja, und wer dann auch noch extrem viel Skill beweisen möchte, der macht die Kampffolge mal auf Monoton oder sowas. Nee, warte, wie hieß denn das? Folge. Und dann könnt ihr nicht mehr wechseln und müsst euer Team so zusammenstellen, dass es wirklich gegen alles auch irgendwas hat. X-Treffer, okay. Oh, du bist Level 17. Sehr schön. Erinnert mich hier an Alpollo, das Viech. Mhm. Hannelore mit einem Nebulak Level 24. Und das ist meine Oma. Ne, meine Oma ist Hannelore. Sonderbonbon. Oh mein Gott, nochmal ein Geist. Aber auf Level 15 dieses Mal. Verschwindet, Eindringlinge! Hart verschwindet. Verschwindet, Eindringlinge. Ah, okay. Aber der Ruf ist anders. Okay. Wir verpieseln uns da mal fix. Wo haben wir es denn? Ah, hier haben wir es. Fluchtseil. Haben wir viermal. Njom. Erstmal weggebeamt. Ah, da spackt mein Ohr wiederum. So. Njom. Okay. Okay, wartet mal. Wir gehen mal hier hoch. Und was hat's denn hier so Feines? Wo kann ich hier hingucken, wenn ich da reingucke? Ah, toll, ich sehe den Pokémon-Turm. Haben wir irgendein Pokémon, was sich gut mit Wasser-Pokémon... Oder mit dem man gut... Ja gut, ich mache jetzt einfach mal hier Fischer. Cool, mir ist gerade ein Penis aufgegangen. Haha. Ruckzucki. Aua, verdammt. Ja, Ruckzucki, bam. Ruckzucki, extrem war das mal wieder. Flügelschlag, bam. Okay, weggenatzt und nein, ich möchte nicht wechseln und nochmal Flügelschlag. Du hast überlebt. Boom, jetzt bist du down. Hahaha. Hi. Nur mit der Ruhe. Als Angler muss man geduldig sein. Sehr schön. Okay, ein Tentacher ist down. Okay, Level 33. Und als nächstes Goldini. Nassmacher. Sehr intelligent. Stärke des Feuers, Schwächen. Hochintelligent. Sag ich das mal. So, wir haben da den nächsten Angler. Blablabla. Oh ja, mit dem Goldini Level 27. Aua. Boom. Jetzt haben wir einen Volltreffer gelandet. Nice. Eigentlich würde ich lieber... Was muss ich machen? Flügelschlag, bam! Boah, ist doch schön, so gehen die Sachen hier extrem schnell vorbei. Und das hat sich für selbst verletzt. Sehr schön. Und das machen wir jetzt noch ein bisschen weiter. Ach, schade. Nein, ich möchte nicht bei Goldin wechseln. Oh, ruckzuck, extrem! Ja, du mit deinem Nassmacher, diese intelligente Lösung, weil Feuerattacken ja schon so effektiv auf dich sind. Flügelschlag, bam! Oh, es hat überlebt. Ah, nein. Bam. Okay. Ah, mich juckt's gerade so. Hey Dennis, wenn wir gewinnen, heiraten wir. Und wenn nicht, dann halt nicht. Ah, wir werden denen jetzt mal hier die Zukunft versauen, würde ich mal sagen. Gut, Flügelschlag und hier Mega Kick. Ja, bla bla bla. Okay, geht daneben. Sehr schön. Na, schade, Giftstachel. Und nochmal denselben Spiel. Mega Kick gibt. Nochmal daneben. Sehr nice. Level 34. Auch schön. Daumenreigen. Auch nice. Wirbelwind weg. Mit Daumenreigen können wir den
Dingens, also den Angriff extrem verringern. Und jetzt trifft er bitte mit Mega Kick. Ja, er trifft. Zoom. Okay, instant weggeklatscht. Sehr nice. Was? Du Dummerchen, du hast es vermasselt. Okay, Zeitraten sie nicht. Wir haben denen die gemeinsame Zukunft versaut. Alles im allen eine erfolgreiche Mission, würde ich sagen. Okay, so, die letzten Tränke aufgebraucht. Schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Miau. Ah, let's fetz. Miau. Ups. Miau. Ich bin ein Geist. Wump. Okay, wir heilen uns nochmal fix, obwohl das mit den Tränken dann total unnötig war. Und laufen. Halt, wartet. Ah, okay. Was ist das hier? Lavandia Pokémon Haus. Wir gehen jetzt mal hier rein und gucken, was sie hat. Mr. Fuji ist nicht zu Hause, wohin er wohl gegangen sein mag. Penis. Wurde der nicht entführt? Keine Ahnung. Diese Stadt der Ruhestelle Pokémon Turm, Andacht, bla. Welches Pokémon ist süß? Pummelig und kuschelig. Der Pedobär. Ah ne, das ist kein Pokémon. Argumon. Ne, das ist auch kein Pokémon. Ah, Pipi. Penis, also. Spotlight. Ja, das bringst du auch. Fühlschlag, bam. Nochmal Fühlschlag. Bam. Boah, das Spotlight, das ist einfach bloß so eine dumme... Das ist einfach bloß so eine dumme Scheiß-Attacke. Hier, bringt gar nichts. Genau. Fetzt ein paar Mal auf mich drauf. Ich bin aufgemacht und treffe dich trotzdem. Aha. Bla. Lalalala. Ich bin ein weiter rumgekommener Glücksspieler. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte auch einen Vulcano haben. Verdammte Axt, noch eins. Ja, jetzt reicht's mir. Gut, Dicktri geht auch. So, wir schaufen uns ein. Bruder, haha, scheiße, was, ha? Tot. Oh nö, bei Vulpix können wir auch nochmal direkt drinnen bleiben. Und buddeln nochmal. Das ist gar nichts. Okay, dann bist du tot. Dein Pech, wenn du auf Dicktri wechselst. Oh, um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Draufhauen und überleben, würde ich mal sagen, ist die Strategie Nummer 1, die ich hier auch anwenden werde. Und Schleimock, sehr schön. Ruckzuckhieb. Ja, toll, Härtner. Flügelschlag. Nochmal Härtner. Flügelschlag. Und ein Volltreffer, sehr nice. Damit wurden alle seine Boosts gerade sozusagen weggemacht. Und nochmal ein Volltreffer, auch schön. Lalalala. Hey! Lalalala. Die Kraft von Zwillingen ist wirklich unbesiegbar. Nora und Jo. Ruckzuckhieb auf Pummelpuff und hier Karateschlag auf Pipi. Zack, zack. Und Ruckzuckhieb, Karateschlag, bam. Da geht es down, das ist prima. Oh, ich merke gerade, dass Fliescher gerade unser zweitstärkstes Pokémon ist. Fällt mir gerade wirklich mal irgendwie so ganz zufällig auf. Ach ja, sehr schön. Ja, Smogon, du hast eine geile Verteidigung, ich weiß. Okay, und Level 35, das gefällt mir auch. Gegengift. Mann, wie viel Gegengift ich immer einsetzen muss, ne? Supertrank. Wow. Hi! Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Ja. Tut's auch. Hast du richtig erkannt. Hey, du hast mich angegriffen, wie kannst du nur? Nein, bei Pikachu werde ich bloß Ruckzuckhieb machen und töte es schon. Nein, bei Ratzfatz werde ich auch drinnen bleiben. Mach Ruckzuckhieb und töte es. Und wenn jedoch ein Männchen bleibt, werde ich auch drinnen bleiben und Ruckzuckhieb machen und es töten. Und dasselbe mache ich auch bei Mauzi. Blablabla. Okay, jetzt noch die hier. Ich mag alle Nidoran. Okay, dann hast du wahrscheinlich Nidoran weiblich und Nidoran männlich. Oh, schade. Ich dachte, ich könnte es instant töten. Ach ja, sehr schön. Giftdorn. Nidorina. Fein. Nochmal durch Gift verletzt. Zack.
Okay, wir machen Gegengift. Fliege hat's drauf. Supertrank, wir haben jetzt kein Gegengift mehr. Wie viele Giftviecher es aber hat, ne? Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Adio.